Moin Leute und herzlich willkommen zurück bei Bully. Wir retten Vincent. Johnny Vincent. Psycho Motherfucker. So. Eben mal schnell den Knopf drücken, ja? Okay. Bei ihr Wichser schreit er. Okay, was soll ich jetzt machen? Achso, wir haben die ganzen Psychos freigelassen, sehr gut. Und Johnny darf seine Kleidung tragen. Ah. Okay, oh. Natürlich, Fallgitter. Alright, und jetzt finde einen Weg aus der Heilanstalt. Ha, okay, Türen gehen nicht, Fenster gehen auch nicht. Eine Treppe gibt's nicht, Employees. Irgendwie Weg geht's auch nicht. Okay. Hier dann vielleicht auch nicht. Okay. Was gibt's noch? Fenster. Fenster? Nein. Das sind tatsächlich nur Texturen. Ja gut, nehmen wir doch das nicht sonderlich fertige Gitter hier. Alle raus hier. Alright. Das sieht ein bisschen kaputt hier aus. Ah, war ja easy. Mit dieser nützlichen Verkleidung kann ich auch die Tür öffnen. Thanks for getting me out, Jimmy. How'd you get in there to begin with? Some of the local kids said they'd gotten together with Lola. I went a little crazy. I can believe that. Yeah, anyway, so I gotta find Lola, see if it's true or not. See ya. Alright, Johnny. Have fun. Nichts gelernt, der Spasti, ey. Ja, aber schön, haben wir mal eine andere Ecke der Map gesehen. You can count on Jimmy. You might be able to help. Nein. Hau ab, ich muss mit meinem Damenrad hier weiter umgreasern. So, wir schwänzen. Alright, mal gucken, was hier so ist. Ah. Haben wir eine rote Aufgabe? Was? Ach, guck mal. Ja. Nein, hilft dir nicht. Der rote ist direkt hier vorne. Machen wir die doch direkt. Mal schauen. Und so ein Pflegerklamotten hier. Aha. Halt die Fresse. Alter, der will mir einen auf die Fresse hauen, einfach so. Was sind das für Hampels, ey? What was it called? Grottos and Gremlins or something like that? Yeah. Hey, what are you doing in here? I'm here to beat you up and evict you. Ach, im Ernst? Let's fight. Let's. Das sind die Dropouts oder was? Quasi Leute, die aus der Schule geflogen sind. Ihr haltet aber nicht viel aus. Bam, Alter. So. Miyagi-Move. Boah, er hat uns erwischt. Bam. Ja, komm schon. Den einen schaffen wir auch noch. Bam, bam. Dropouts haben wir bisher noch gar nicht kennengelernt. So, das ist mein Place hier. Sobald ich euch fertig gemacht habe. Genau, legt euch schlafen. Bam. Deswegen wollte ich uns ja eigentlich auch auf Fresse holen. Uah, Miyagi Kick. Bis der andere, der dritte sich zurückhält. Der ein Schraubendreher oder was hat er denn? Nee, dachte gar schon. So, niedermachen. Nein? Okay. Ja. Die Städter, okay. Ja, nackte Bilder von nackten Weibern. Ja, ich habe keine Ahnung, wer ihr seid. Ich habe keine Ahnung, was ihr von mir wollt. Ich habe vor 10 Sekunden erst erfahren, dass ihr existiert, aber euer Haus ist mein. So, ihr Dropout-Fucker. Jetzt können wir hier auch speichern. Das ist nicht schlecht. Ich finde die Pflegerklamotten geil. Ich finde, die sollten wir behalten. Ich speichere direkt mal hier. Schön. Dropouts.
Feuerwerkskörper hat er in der Hand gehabt. Hätte er schmeißen wollen oder sollen, hat er auch nicht getan. Ja, und obligatorisch dafür, dass wir jetzt die Boot übernommen haben, spielen wir eine Runde Future Street Race. Da stand gerade Putz. Putz. Y für Anweisungen. Schlage die Weltraumpiraten in allen drei. Ach, scheiße, das kennen wir. Möchtest du aufhören? Ja. Tut mir leid, aber wir haben eine viel geilere Version in unserem Strandhaus. Okay. So, haben wir ein neues Zuhause. Wo können wir denn hier nochmal rumfahren? Wir können ein bisschen nach rechts. Boah, ist so laut hier. Hau ab, Mann. Können wir ein bisschen die Gegend angucken. Lops. Lops, lops. Ja. Alter! Willst du mich verarschen? Junge, du kannst dich nicht mit Jimmy Hopkins anlegen und meinen, dass du überlebst. Bam, Yagi-Move. So, tyrannisieren. Sehr gut, ja. Mein Fahrrad ist weg. Hey, hier, was? Alter! Was ist hier los, ey? Ich will mich nur in Ruhe umgucken. Na gut, wenn der White Trash mich nicht haben will. In der White Trashigen. Machen wir jetzt folgendes. Ah, das ist eine der Kliniken, die sehe ich jetzt erst. Tatsächlich ein einziges Mal bisher K.O. gegangen sind. Oder? War es nur einmal, oder? Das ist ein geiler Bagger. Rache an Mr. Burton. Ja gut, machen wir ein paar Aufgaben für die Städter. Oh, hallo, wer bist du denn? Ein flammender Rock? Das spricht ja viel. Well, it looks like you're looking at me, scumbag. Like I said, nothing. Oh, come on, I don't want to fight you. My name's Jimmy. Zoe. I was at Bulworth once. I got kicked out. Why? Let's just say Mr. Burton is a dirty creep. Seriously? I would love to teach that guy a lesson. He bullies everyone. You know, he goes jogging every day and regularly uses the porta-potties in the park. Yuck. Yeah. So if we could catch him in one on top of a hill, then Mr. Burton could have a really interesting time in it. Yeah, but they're all chained together. We'll need to get some bolt cutters. Go get some from the Spaz Industries building and meet me at the park. Make sure no one sees you. Nice. Eine schön hübsche Schülerbrecherin gefunden, die mit uns ein bisschen Unfug treiben möchte. Ich sehe schon wieder kleine Jimmys überall rumhampeln. Das ist so, die brechen Schule ab oder fliegen von der Schule und was passiert mit allen? Sie kriegen eigenen Stadtteil und leben in Abbruchhäusern und in Wohnwagen und so. So, wo müssen wir überhaupt hin? In die Stadt, alles klar. Das Fahrrad wäre immer noch geil. Halt die Schnauze. Nach Hause. Dann krasselt es mir nicht voll die ganze Zeit. Dann kommen wir hier was lang. Da ist ein Rad. Hör auf! Auf dem Fahrrad. Nein. Das Fahrrad. Ja, yeah, das ist ein geiles Stuntfahrrad. Ein BMX. Da war ein Gummiband. Ist mir jetzt egal. So. Hafenanlage. Aha. Porta Potty. So. Hier können wir nicht lang, glaube ich. Außer wir schwimmen den ganzen Weg. Da habe ich aber keine Lust drauf. Okay, kommen wir wieder auf eine normale Straße? Nein. Ach, was hier los? Sowas kann ich nicht ab, ne? Naja. Ich glaube, wir kriegen ja eh nichts so aus, wie wenn wir alle haben. Wir kommen noch nicht hin. Toll. Kommen wir jetzt möglichst schnell. Das habe ich früher bei GTA schon gehasst, ey. Wenn das dann so verwinkelt war, oder wenn es da nur einen Ausgang gibt aus dem ganzen Gebiet. Dass man sich da ewig lang gut aufhalten kann. Alright. Ich glaube, dass hier... Nein, von da kommen wir. Die Straße ist da hinten. Ja. Jetzt sind Obdachlosen hier. Hui. Ja, natürlich. Ja.
Das will ich hören. Jetzt gibt's aufs Maul, ey. Du bist vom Rad angefahren, vom Auto angefahren, ist deine eigene Schuld. So, jetzt kriegst du erstmal auf die Fresse. Top. So. Hast du einen Schock oder so? Vielleicht willst du auch dunkel. War da gerade ein Insasse aus der Irrenanstalt, ey. So, Spaz Industries. Ich will da rein. Komm da nicht rein. Ja. Nochmal Eingang. Also muss ich das klauen? Ich habe nur ein paar hundert Dollar dabei. Ach, der lag einfach rum. Ja, toll. Alright, ich will mein Rad wieder haben. So. Ein Park waren wir auch noch drin, nicht? Ne? Ach, Gewalt gegen Erwachsene. Na toll. Wo müssen wir überhaupt hin? Zu weit? Okay, da gehen wir keinen Umweg. Dann ist hier schon die Polizei verfolgt auf einem Bike. Yay! Boah. Was? Nein! Mein Fahrrad! Ich konnte nicht mehr wehren. Da wurde der Bulle noch angefahren. Das ist ihm egal. Oh nein. Die Mission ist weg. Halt die Fresse, Elganon. Das ist alles deine Schuld. Scheiße, nur weil ich einen anderen Erwachsenen angefahren habe. Jetzt muss ich mir die Mission wieder abholen. Scheiße. Ich hasse sowas. Weil doppelt machen ist immer Zeitverschwendung. Wenn ich jetzt einfach vom Fahrrad trete, habe ich wieder die Bullen am Arsch. Das ist doch eins. Nehmen wir doch das hier. Oh, guck mal. So, wir gucken schnell, wo wir hin müssen. Im Prinzip geradeaus. So. Ich will jetzt nicht schlafen. Wir können den Schlaf und Speichern in unserem neuen Pennerhaus. Ja, ekelhaft. So. Ich hab jetzt gar nicht aufgepasst. Am Anfang des Games hat man uns erzählt, wie man hier Fahrräder speichern kann. Wäre ganz praktisch, wenn wir das mal machen würden. Lola, kleine Lola, ich bin auf dem Weg zu dir und leider ist deine Mission nicht da, weil es zu spät ist. Naja, können wir eben zu dem Haus fahren. Eine Runde pennen in dem ekelhaften... Ich weiß ja nicht, was für Penner da schon drin geschlafen haben. Ne? Ja, toll. Der Zug steht ein bisschen im Weg hier. Quasi tun wir aber immer so wie die Schüler. So. Bin ich da. Jo. Wo sind wir? Okay. Ich hab grad die Birne kaputt gesprungen. Ja, nice. Ah. Endlich mal ein bisschen Ruhe. So, darf ich jetzt hier schlafen? Karton Eier. Na gut, pennen wir. Auf dieser ekelhaften Wichsmatratze. Bah. Bah. Es ist Tag. Wir schreiben schnell mal das Gästebuch rein. Jo. Dorthin wird drin gespeichert. Dankeschön. 47%. Also mit den ganzen Nebenquests, die man noch hat, würde ich sagen. Ich würde sagen, bei 70 oder 80 haben wir quasi die Hauptkampagne durch. Wenn überhaupt. War das hier das? Rache, Mr. Burton. Yo! Hallo, ich habe deinen Namen schon wieder vergessen. Deswegen drücke ich jetzt so direkt weg. Alles klar, auf zurück zum Haushaltswarenladen. Diesmal keinen Erwachsenen mieten. Weil, wir wissen, dann kommen wir direkt ins Polizeigewahrsam. Wenn wir es nicht schaffen zu flüchten. Sehr unangenehm. Scheiße, die quasseln immer. Miau. Radfahren macht schon Spaß. Können schneller fahren. Guck mal hier, die ganzen
Das ist auch ein Insasse, ich weiß gar nicht, ob die jetzt hier überall rumrennen, einfach so, weil ich die freigelassen habe. Haben wir eingefangen? Okay, kein Erwachsener umfahren. Merkt ihr das? Aber merkt ihr das? Lachen sich alle kaputt über unsere Klamotte. So, jetzt gucken wir nochmal schnell den Weg an. Da vorne, wir können rechts beim Busstopp und dann können wir darüber knattern. Alles klar, machen wir das mal. Da waren wir noch gar nicht, ne? Immer noch nicht, ich hab's schon gesagt. Dass sich alle über unser Outfit aufregen, ne? La 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 la. So. Brownie Chocolate. Brown Chocolate, okay. Was ist hier in die Altstadt? Da ist noch ein Fahrrad. Schön. Ah, da ist anscheinend der Park. Hui. Ja, das ist aber ein winziger Park. Hi, Baby. Right. Hier, Geschenk meiner Liebe. I'll take care of this. You make sure he doesn't use one of the other ones. Okay. This sounds like it's gonna be good. Sabotiere die Klobkabinen. Alright, machen wir das schnell. Ja, vielleicht sollte ich mir das Fahrrad nehmen. Ich weiß nicht, wer Mr. Burton ist, aber die Zeit läuft ab. Das ist doch ein größerer Park, als ich dachte. Was ist der da noch? So, sabotieren. Was soll ich denn machen? Ah, okay. Jetzt wird dann die Tür abgeschlossen. Was ist das denn hier? Oh oh. Wow, es verfolgt der Lehrer. Was ist der auch noch kaputt machen? Das ist ein Hund. Oh, scheiße. Tut mir leid, Hundi. Tut mir leid, Hund. Ich wollte dir nicht wehtun. Der rennt doch. Okay. Jetzt haben wir nur das hier. Oh. Wo kommt der Rasenmähertrecker her? Wundern tut er sich auch nicht, ne? Boom. Ja, ging voll ab hier. Leicht übertrieben. Oh! Alter! God damn, I stink! I'm gonna have to shower for days with bleach! This is worse than when I got hazed! Ja, Mann, das verdient. Belohnung $30. Muss das Mädel, die will uns doch jetzt bestimmt schön abschlabbern. Nein? Okay. Dann kann ich nicht. Ich muss jetzt mit dem Ding erfahren. Okay. So ein Speedrun haben wir da nicht für. So A-drücken, A-hämmern reicht nicht. Hilft nicht. Ich hatte da unten noch so ein kleines Maschinchen gesehen. Ich wollte das einmal austesten. Nein, I do not do you a favor. Da hinten in der Ecke. Das Fahrrad ist 10-mal schneller. Jetzt mal das genommen. Dankeschön. Ja. Über die Schuhe machen sie sich Gedanken, aber nicht darüber, dass ich hier einfach mit einem Rasenmäher durch die Gegend baller. So, was ist das hier? Genau, was bist du? Ach, die Sprengler. Okay.
bisschen wenig Action. Ich hätte jetzt mehr erwartet. So. Da ist ein Busstopp. Wir wissen alle, was es heißt. Wir fahren jetzt zurück zur Schule. Mit dem Bus. Oder wo ist die nächste Aufgabe? Da hinten. Ha. Wo könnte ich denn auf dem Weg da speichern irgendwo? Nein, noch nicht. Schade. Schade. Ja, den lassen wir jetzt mal hier stehen. Dann ab zur Schule. Hui, ja, er freut sich immer sehr auf Schule. Könnte auch daran liegen, dass ich den falschen Knopf drücke und er dann so ein Jubel. Jubel-Jubel-Freu-Freu-Animation macht. Wir könnten auch in den Unterricht gehen noch, ne? Ah, der ist eh gleich vorbei. Bringt der jetzt nicht? Na, keine Ahnung. Ist mir egal, Schule ist unwichtig. Ja, hier ist eh vorbei. Ist eh vorbei. Okay. So, speichern. Yes. Dann ziehen wir uns erstmal die scheiß Klamotten aus. Warum das so lustig aussieht. So, Outfit. Halloween. Nö. Pyjamas. Rotes Ninja-Outfit. Eigenes Outfit. Besser. Was? Oh. Boxer, Schuhe. Eigenes Outfit. Annehmen. Alles klar. Speichern. Ja, möchte ich gerne. Das ist sehr freundlich. So. Ach, schlafen ist nicht. Alles klar. Ja, dann, wie immer. Wie schon tausendmal zuvor, wie ich diese Folge hier abmoderieren, diesen schönen Raum. Hört mal auf, euch zu prügeln da draußen, ihr Affen. So. Schnauze voll hier. Habitat out. Bis morgen und danke fürs Zuschauen natürlich. Tschüss. Hui.